Ich kann es nicht glauben, dass du neben mir sitzt, hör mal. Es ist tatsächlich November gewesen, dass wir das letzte Mal beieinander saßen. Dann wurde ich etwas krank, danach warst du lange nicht da, dann war ich wieder. Also es ist verrückt. Es ist aber nicht fassbar. Es ist so ein bisschen wie den Bruder wieder zu treffen, weil es fühlt sich eigentlich an, als wäre es vorgestern gewesen. Bei dir ist Bruder, ich bin also wie ein Bruder. Bei dir, sagst du? Bei mir ist es genau anders. Aber gut. Wir mussten gerade schon so viel fest, weil es hat sich eigentlich nichts verändert. Matthias Killing trägt orangene Socken zu weißen Schuhen mit gelber Applikation. Und dann habe ich noch gesagt, komm Matze, ey, also diese Socken, dann behauptet er, es hätte er geplant. Habe ich auch geplant. Und dann findet man hier so olle Fäden, Gras, Wiese, alles noch so an den Socken. Kannst du mir nicht erzählen, dass das unten hingehangen wurde? Nee, das sind meine eigenen Schuhe. Deine privaten Socken, ja, und deine privaten Schuhe. Sind gemütlicher. Meine privaten Schuhe sind gemütlicher als diese. Ist das auch die private Hose? Nein, hast du überhaupt das ausgezogen, um was Neues anzuziehen? Nein, die Hose hing da, hat Mutti hingehängt. Aber die Socken habe ich angelassen und auch meine privaten Schuhe, weil die sind gemütlicher. Das sind diese, kennen Sie vielleicht, wenn die so sockig stoffig sind? Ja, stoffig. Stoff, ja. Ach, dann rutscht du da rein. Das andere, diese anderen, die da standen, das war zwar Turnschuhe, die sahen aus wie so Clocks. Ich trage auch immer die, weil die einfach so bequem und so, weißt du, so einfach mal reinschlüpfen und so kuschelig. Ja. Es ist immer noch im Fernsehen hier. Ja, ich weiß. Aber ist ja kein Geruchsfernsehen, insofern ist gut. Luki, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr beiden. Schön, euch zu sehen. Schön, euch zusammen zu sehen. Ich habe dieses Kleid schon einmal getragen. Es ist ja ein kleiner Notfall. Noch nicht tanzen? Erst doch, ab halb acht? Mach ruhig. Nee, ich bin aber halb sechs immer tanzbereit. Okay, gut. Ich finde, das Kleid ist das typische Contemporary-Kleid. Oder finden Sie nicht, wenn ich jetzt barfuß... natürlich unser Lied singen. Was ich dachte, sogar singen? Ja, los. Wir sind wieder da. Wir sind zu dritt ein Paar. Auch wenn man sich echt lang nicht sah, ist es gleich, als wenn es gestern war. Denn wir sind wieder da. Wir sind zu dritt ein Paar. Das ganze Studio schreit Hurra! Denn wir sind wieder da. Hey! Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Aki. Oh, das Allerschlimmste ist, dass wir es schon geübt haben, einmal das Lied. Also nicht geübt, aber wirklich? Er hat es uns schon einmal vorgespielt. Wir wussten also, dass das Hurra kommt. Fallen. Ich würde ja mit dir mal so einen Contemporary tanzen. Am Ende muss ich so in deinen Arm springen. Weißt du, mich so um dich herumschlingen und du hältst mich so fest. Na los, das machen wir jetzt. Na nein, los. Das kann ich jetzt nicht machen, weil... Ready. Nee, ich habe kein Höschen drunter. Das geht nicht. Dann nicht. Also ich habe schon ein Höschen drunter. Du hast kein Höschen drunter. Liebe Zuschauer, ich habe wir schreiben den 2. Mai. Es ist 5.34 Uhr. Nein! Alina Merkau moderiert ohne Höschen. Oh Gott, bitte, oh Gott. Ich weiß jetzt schon, es kommt in der Westen. Alina Merkau ohne Höschen. Express! Ich möchte. Ich habe natürlich etwas drunter. Ich habe noch nichts drunter, was ich jetzt hier. Wo ich dir jetzt auf den Arm springe. Weil wenn das jetzt. Ja, was musst du dir dafür tragen, dass du mir auf den Arm springen dass kannst? Dass ich dir breitbeinig auf den Arm springen kann? Eine Hose. Vielleicht. Haben wir eine Hose, Christian? Können wir irgendwie eine Hose? Die besorgen wir. Eine jetzt wollen wir erstmal kurz das Wetter machen, dann haben wir schon mal einen Punkt des heutigen Tages abgehakt. Sieht doch ganz gut aus, oder? Also hör mal, bis 25 Grad, da kann man wohl nicht meckern. Absolut. So, wir starten rein in diesen Tag, freuen uns drauf, ohne Tanzen, ohne alles Weitere. Das machen wir später, jetzt erstmal Kenzo. Das ist aber. Huiuiui. So, 5:38 Uhr, Fabio Jackson, unser Thema. Jetzt 29 Jahre alt, kommt aus England und ist Michael Jackson-Fan. Jetzt wird's noch verrückter. Er sieht dem King of Pop nämlich auch zum Verwechseln ähnlich. Also irgendwas ist da passiert zwischen Wunsch und Realität. Er sagt allerdings ohne eine Schönheits-OP. Mhm. So einfach kann's gehen, erfolgreich zu sein. Guten Morgen, Luki. So einfach. Habt ihr am Wochenende Eis gegessen? Ja. Ja? Gewesen und ist das Lieblingseis meines Mannes. Ja. Dieses Nogga-Schock ist irgendwie für Männer ist das so das. Warum auch immer. Das ist das Eis, das Männer essen. Aber wir reden tatsächlich. Das ist tatsächlich scheiße jetzt. Also das passt überhaupt nicht in meinen Plan. Passt nicht. Diese aber das Spiele. Musst du jetzt leider dann müssen, dann musst du dann riechen. Oder mit der Zunge erfüllen. Aber es wäre dir nicht klar gewesen, dass du im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Schreib mir doch eine WhatsApp. Ich hab dir doch geschrieben, was ich machen will. Ja, das hat auch Kalorien, das kommt später noch. Ich hab hier schon wieder hinter meinem Rücken, nicht in der Musik- und Liebegruppe geschrieben. Nein, wir haben uns natürlich auf heute vorbereitet. So, jetzt machen wir kurz die Augen zu, du darfst mit der Zunge natürlich erfüllen. Ich mach schon. Augen bitte beide zu, wirklich richtig zu. Ja. Richtig zu. Hier ist der erste Löffel für dich, Alina. Und hier ist da jetzt Eis für dich. Genau. Nicht, dass es runterschwappt. Nein, ihr nehmt jetzt das in den Mund, richtig in den Mund. Und sagt mir dann, oder schreibt es auf, sodass der andere es erstmal nicht sieht. Was für ein Stieleis habt ihr im Mund? Halt ohne Stiel. Wurde schon gesagt, endlich hat das Frühstücksfernsehen mal das, was es... Das wäre ja witzig. Ich weiß nicht, wie es geschrieben
wird, ehrlicherweise. Wie wird denn das geschrieben? Es ist das Ding, worüber wir eben gesprochen haben. Genau. Völlig, ich schreibe nur Schock auf. Nogga-Schock. Es ist das Nogga-Schock. Vor allem Schock, so wie Center Schock, ne? Ja. Oh. Es ist das Nogga und sogar das Nogga-Schock. Oh, und lecker war das, ehrlicherweise. Ich wusste das gar nicht, mit dem Schokokern. Das hat gar nicht so viele Kalorien. Ich nehme das. Das habt ihr. Wie, dass ihr genau über dieses Eis jetzt vorher gesprochen habt, es gibt doch noch was. Es kommt doch noch was. Und warum wart ihr euch sicher, dass es Nogga-Schock ist und nicht Nogga? Weil der Schokokern. Mhm. Weil es eine andere Konsistenz hat. Der Schokokern. Du merkst es fest in der Mitte. Das hat sehr gut, sehr gut. Das war stark von euch. Dann die Augen bitte wieder zu. Mhm. Augen zu. Hier kommt der nächste Löffel für dich. Ich wusste nicht, dass Nogga-Schock so vanillig ist. Das schmeckt mir doch. Hier ist der nächste Löffel für dich. Sag deinem Mann schöne Grüße, er hat Geschmack. Ist dann, ach, das weiß ich auch sofort. Dann ist da noch was drauf? Da kann ich jetzt die Augen aufmachen, weil es fühlt sich anders, wäre noch was. Ja, ich nehme es mal weg. Weiß ich sofort. Oh, wie heißt es denn? Ja, genau. Weiß ich sofort. Was ist mein Lieblingseis eigentlich? Und mir gefällt es nur gerade. Mann, Vanille in der Mitte und außen das Orangene hier mit Maracuja-Shit. Es ist das. Jetzt so wenig. Schreibe es. 5, 4, 3, 2, 1. Maracuja. Kuya Mara Split. Split heißt es, genau. Nein, Kuya Mara. Was haben wir denn da stehen? Kuya. Vanille Maracuja. Ich konnte nicht. Vanille Maracuja heißt es nicht. Es ist das Kuya Mara Split. Und auch kennst du den ganzen Namen? Das hätte ich nicht gewusst. Ich hätte nur Split wenn du Fragen gewusst. Hast, Split hätte auch gegolten. Warum bist du da nicht bei Solero gelandet? Ist das nicht das Gleiche? Nein, schmeckt völlig anders. Entschuldigung. Erstens ist Solero dicker. Solero schmeckt aber ähnlich. Ja. Ja, aber Solero schmeckt nicht so. Das ist, glaube ich, ein anderer Hersteller. Nein, das Vanilleeis schmeckt ganz anders. Das eine ist Schöller, das andere Langnese. Aber das war stark. Bei Solero ist in der Mitte sind kleine Vanillepunkte und es schmeckt auch cremiger. Vanillepunkte? Was ist denn ein Vanillepunkt? Ja, du meinst halt Bonbon-Vanille. Weißt du, was ich und es ist auch dicker. Das Diskutieren bei Spielen habe ich vermisst, wirklich. Es gibt noch mehr Eis später. Oh nein! Aber dadurch, das haben wir. Das ist jetzt das Gewinnereis für deine nicht vorhandene Antwort. Das hast du wirklich. Da Alina dieses Spiel. Man muss immer erst den Rand abkauen. Alina hat das Spiel in Abstand gewinnt. Vor allem, man muss erst den Rand immer abkommen. Erst den Rand abkommen. So, wir kümmern uns mit um Pfeffer. Mmh. Jetzt hier bei uns schwarz-weiß, rosa, bunt. Es gibt so viele Pfeffersorten. Vier Stück, ne? Noch mehr bestimmt, oder? Ja. Und die vier Farben auf jeden Fall, ja. Wie das alles heißt. Egal. So, für welches Gericht ist welcher Pfeffer passend? Und gibt es den falschen Pfeffer fürs richtige Gericht? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Bin gespannt. So, Sport ist ja auch was ganz Wichtiges. Auch mal nach so einem Eis kann man sich ja mal so ein bisschen sportlich betätigen. Jetzt gibt es wahnsinnig viel Sport in Deutschland, aber kaum für beeinträchtigte Menschen. Mhm. Und das findet ein junger Mann aus Darmstadt absolut nicht richtig. Daraufhin hat er eine Fußballmannschaft gegründet, eine Fußballmannschaft für Menschen mit Behinderungen. So, das erste Team in dieser Art, und zwar in einem Profifußballverein. Wir haben die besucht.